So, schauen wir uns mal um. Wo geht's hier hin? Hier ist das Nachrichtenterminal, okay. So, sammeln wir die auch noch ein. Wir brauchen Geschlossenheit. Vor der Geißel waren die Angara ein Volk. Es dauerte nach der Katastrophe Jahrhunderte, bis wir einander wieder fanden. Doch zu dem Zeitpunkt waren wir zu lange getrennt gewesen. Dadurch gelang es den Kett, uns zu erobern. Der Krieg hat uns erneut zusammengeführt, aber jetzt haben sie das Gleichgewicht gestört. Einige vertrauen ihnen nicht, andere wollen, dass sie uns retten. Uneinigkeit macht sich breit. Wenn sie wirklich hier sind, um uns zu helfen, dann bewahren sie die Geschlossenheit unseres Volkes. Betreff Pavor und Isharai ihnen allen. Ich schreibe dies an meinen letzten Tagen. Ich habe ein langes Leben geführt, das nun sein natürliches Ende findet. Ich habe große Verluste und Schmerzen erlebt, aber auch Freude und Hoffnung. Ich denke, dass wir das haben wir gemein. Es ist mein Schicksal, an einem Wendepunkt der Geschichte zu gehen. Zu gehen? Ach so, ja, zu gehen, weil er stirbt, ja, okay. Ich dachte, jetzt sollte das stehen heißen, aber gut, okay, ergibt schon Sinn. Ein Teil von mir ist wütend, weil ich nicht erleben werde, was als nächstes geschieht, aber insgesamt habe ich doch meinen Frieden gefunden. Was immer aus ihrem Volk, dem meinen und den Kett wird, es wird Einfluss auf das Leben meiner Urenkel haben und das ist für mich ein merkwürdiger Trost. Ich weiß, das Leben besteht nicht nur aus Krieg und Mühsal und ich habe genug gesehen, um zu wissen, was für ihr Volk, dass ihr Volk das genauso sieht. Möge es ihnen gut gehen. Kümmern sie sich umeinander. Verändern sie das Leben zum Besseren. Leben sie wohl. Treff, wir wünschen ihnen Frieden und Glück. Lassen sie sich nicht von dem Getue von Aphra, der Tierschaf und seinem Widerstand täuschen. Wir sind kein gewalttätiges Volk. Wir sind Wissenschaftler, Erfinder, Künstler, Verwalter und Entdecker. Dies ist unsere Heimat, aber sie bietet Platz genug für alle. Sie haben den Kett, wir haben den Kett dasselbe gesagt, aber sie haben nicht zugehört. Wir hoffen, dass das bei ihnen anders ist. Und betreff, niemand wird das hier lesen. Der Pathfinder wird diese Nachricht niemals lesen, von der Nexus ganz zu schweigen. Wir benötigen so verzweifelt Verbündete gegen die Kett, dass wir bereit sind, denselben Fehler bei neuen Aliens zu wiederholen. Diese kleine Aktion des Gouverneurs wird überhaupt nichts ändern. Wir könnten genauso gut gegen den Wind anbrüllen. Na, das wollen wir doch mal sehen. Unbearbeitet. Weiterleiten. Fertig. Ihr seht, ich lese es jetzt ein bisschen schneller, weil es kostet uns einfach viel zu viel Zeit. So, wir schauen mal kurz. Ich glaube, hier ist jetzt nichts weiter. Wir gehen mal hier oben lang. Das Tavitan wollen wir uns nochmal kurz mit anschauen. Was auch immer es ist. Ach, das ist eine Kneipe. Ach so. Wo geht's hier hin? Ach, das ist bloß eine Treppe. Okay. Aber einen Barkeeper gibt's ja auch nicht, wa? Das ist ja einfach bloß ein Ort der Zusammenkunft. Oder bist du sowas wie der, naja, Barkeeper? Wer weiß. Ach, hier oben ist die Bar. Sieh mal an. Nährstoffbrei-Bottiche, na lecker. Dies ist eine Industrieküchenmaschine, die zur Herstellung und Lagerung angaranischen Nährstoffbreis verwendet wird. Willkommen im Tavitan. Möchten Sie etwas trinken? Oder haben Sie vielleicht Hunger? In diesem Fall könnte ich Ihnen Nährstoffbrei anbieten. Er ist nicht so aufregend wie frisches Obst, aber er wird Ihnen schmecken. Dieser Nährstoffbrei, woraus genau besteht das Zeug? Kurz gesagt, aus allem. Nahezu sämtliche Lebensmittel, die wir anbauen, werden direkt dazu verarbeitet. Wir können mit einer einzigen Ernte einen gesamten Planeten ernähren. Und sogar noch einen Teil auf andere Welten schicken. Wenn wir Ihr Verfahren nutzen würden, müssten wir niemals eine Lebensmittelknappheit befürchten. Wenn Sie möchten, kann ich Ihrem Schiff einige Proben schicken. Dann können Ihre Leute sie untersuchen. Sie würden der Nexus damit einen großen Gefallen tun. Betrachten Sie es als erledigt. Na, dankeschön, das ist doch super. Was bedeutet Tavitan? Mein Translator konnte das Wort nicht übersetzen. Das hängt vom Kontext ab. In Bezug auf eine Person bedeutet es alter Freund. Geht es um einen Ort wie diesen hier, heißt es eher so viel wie ein Ort, an dem man zu Hause ist. Was ist, wenn man sich im Tavitan mit seinem Tavitan treffen möchte? Das würde man dann schon verstehen. Ich bin mir sicher, Ihre Sprache hat auch so ihre Tücken. Allerdings. Aber davon will ich gar nicht erst anfangen. Finde ich aber ziemlich schön. Das passt ziemlich gut zusammen. So ein Ort, an dem man zu Hause ist und ein alter Freund. Ich meine, irgendwo ist das eigene Zuhause ja auch
ein Freund, wenn man so will, ne? Also ein Ort, an dem man sich geborgen fühlen kann und an dem man entspannen kann. Das ist das Gleiche, wie wenn man sich mit Freunden trifft. Und für manche Leute sind die eigenen Freunde ja auch das Zuhause und nicht irgendein Ort. Ich hätte gern einen Drink. Schmeckt's denn? Ohne jegliche Worte noch dazu. Das wäre vorerst alles. Kommen Sie gerne jederzeit wieder vorbei. Okay, haben wir mal einen netten Plausch gehabt. Oh, Liam und Drax sind auch hier. Sehr schön. Nach der Cat-Einrichtung hat sich die Einstellung uns gegenüber deutlich verändert. Die eine Hälfte der Angara ist dankbar, die andere noch misstrauischer als vorher. Wir sollten versuchen, es nicht noch schlimmer zu machen. Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Die sind aus irgendeinem Grund alle damit beschäftigt, Korra anzustarren. Okay. Ist die ja auch irgendwo? Schauen wir gleich mal. Die Hilfe für die Moschei hat uns hier viele Türen geöffnet. Trotzdem bleiben die meisten Angara auf Distanz. Stellen Sie sich mal vor, Sie sehen zum ersten Mal einen Kroganer. Und wenn ich lächle, ich könnte Zähne zeigen. Lieber nicht. Ich fürchte, das würde nichts bringen. Ich glaube, wenn Drake zu lächeln anfängt, sieht das eher aus, als ob er die Zähne fletschen würde. So, was machen die hier hinten? Ach, die machen miteinander rum. Du siehst so klein aus irgendwie. Na gut. So ist Korra denn hier irgendwo? Wenn die schon angesprochen wurde, dann muss sie doch hier irgendwo auch rumstehen. Ich bin so froh, dass du zurück bist. Und diesmal sogar unverletzt. Schrei doch nicht so. Ich war auch letztes Mal unverletzt. Also vielleicht ein gut, okay. Wasser, aber doch nichts Dramatisches. Hier ist also sonst nichts. Dann schauen wir mal. Wir müssen ja eigentlich... Also ich vermute mal, dass wir alle unsere Crewmitglieder hier irgendwo finden. So, der Geschichtsspeicher, das ist vielleicht noch ganz interessant. Ach, siehst du mal, hier müssen wir sowieso hin. Da haben wir noch ein Artefakt abzugeben. Aber ich gehe noch mal ganz kurz hier drüben in den Nachrichtenspeicher. Ryder, Sie werden gerade von einem Angara in der Nähe detailliert gescannt. Ist dann das so? Sollte ich mich vielleicht mal vorstellen. Das dachte ich mir fast, dass die das ist hier. Hallo? Ich arbeite. Natürlich, natürlich. Sie haben mich ziemlich intensiv gescannt. War das etwa nicht Ihre Art, willkommen Fremder zu sagen? Ich wollte nicht aufdringlich sein. Ist notiert. Wieso interessieren Sie sich so für mich? Sie sind ein Alien auf meiner Heimatwelt. Wie könnte ich da nicht an Ihnen interessiert sein? Sie hätten mich auch einfach fragen können. Na schön. Wären Sie bereit, sich einer Vollspektrumanalyse Ihrer Biologie zu unterziehen? Sie haben mir noch nicht mal gesagt, wer Sie überhaupt sind. Darnfrim. Bioforscherin. Das hier ist mein Zuhause. Suchen Sie nach irgendwas Bestimmtem? Wir sind uns äußerlich in vielen Dingen ähnlich. Ich will herausfinden, ob dasselbe auch innerlich gilt. Ich habe auch einen Scanner. Es wäre nur fair, wenn Sie mir den Vortritt ließen. Das ist lächerlich. Es ist mein letztes Angebot. Sie sind ausgesprochen dreist, Pathfinder. Na schön. Scannen Sie mich. Haha. Skelettstruktur, Ausbildung der Muskulatur sowie Organe der Angara sind optimal auf das Überleben unter unwirtlichen Bedingungen ausgelegt. Wie wir bereits wissen, können sie außerdem bioelektrische Energie erzeugen und freisetzen. Das war's auch schon. Ich muss sagen, sie sind ausgesprochen interessant. Genau wie sie. Wenn man vor der Auslöschung steht, ist die Familie unser letzter Trost. Verstehen Sie das? Ich kam gemeinsam mit meiner Familie in diese Galaxie. Mein Vater starb am Tag unserer Ankunft. Aber Sie setzten sein Vermächtnis fort. Letzten Endes wusste er das. Familie bedeutet uns alles. Und das beinhaltet nicht nur unsere jetzigen Verwandten, sondern auch jene, die uns nachfolgen werden. Wie wird die eigene Familie in 5 Generationen aussehen? In 10? Wie viele Angehörige wird sie haben? Sie befürchten, es könnte mehr von uns als von Ihnen geben. Ich habe 23 Enkel.
Ich will wissen, was Ihre Enkel irgendwann erben werden. Auf Wiedersehen, Pathfinder. Wohl gesprochen. Leider denken viel zu wenige Leute darüber nach, was unsere Nachkommen mal vorfinden werden hier in der Welt. Und denken nur an kurzfristigen Profit, an eigenen Vorteil, dass nach uns auch irgendjemand kommt. Und genießen Sie die Aussicht mit mir. Das interessiert die wenigsten Leute. Also, was denken Sie? Ich könnte mich daran gewöhnen. Wir leben abwechselnd hier. Ich nehme an, Sie verstehen, warum. Ja, das haben wir ja schon erfahren. War auch ein sehr interessantes Konzept, muss ich sagen. Sie wirken hier so entspannt, mit einem Glitzern in den Augen. Das ist wahr. Danke. Es ist nett, dass Ihnen das auffällt. Sie sind interessant. Da fällt mir sowas gerne auf. Okay. Das klang merkwürdig. Danke, dass Sie dafür sorgen, dass sich die Mannschaft auf Aja benimmt. Ich schreibe meinen Leuten nicht vor, was sie in ihrer Freizeit zu tun haben. Haran sieht das anders. Ich prophezeie Ihnen eine Zukunft im Gefängnis. Mir? Okay. Liam hat Zuvi und Kello neulich auf der Brücke ein altes angaranisches Volkslied beigebracht. Zumindest hatte ich ihm erzählt, es wäre eines. Okay. Nur keine Sorge, die Ehe kann mit einem anderen Lied wieder aufgelöst werden. Ich weiß sehr schön. Nicht mehr, wie es ging. Ryder. Ja, das bin ich. Na gut, okay. War ganz interessant, was Jarl da so von sich gegeben hat. Gut, checken wir mal wieder die Nachrichten hier. Vielleicht verzichte ich jetzt mal drauf, alles vorzulesen, oder? Schließen Sie sich unserem Kampf an? Ja, ganz wunderbar. Führen Sie unter Krieg untereinander. Wir haben noch viel zu lernen und ich glaube an unsere Zukunft. Ich glaube, das reicht. Also, die Betreffe, die reichen ja meistens auch schon. Ich will euch jetzt nicht langweilen mit diesen ganzen Nachrichten hier. Gut, wir schauen uns aber mal hier noch weiter um. Noch eine Schnellreisestation. Okay, ich weiß nicht, ob man die tatsächlich immer anwählen muss, damit die dann auch aktiv sind, aber naja. Gut, hier drüben geht es zum Hauptquartier des Widerstands. Bevor ich da aber hingehe, möchte ich noch kurz in das Geschichtsarchiv. So, schauen wir hier mal rein. Oh, Geschichtsspeicher heißt's. Dieses Keramikfragment diente wahrscheinlich in den alten Tempeln von Hawal zur zeremoniellen Dekoration. Ah ja, wie schwebt das eigentlich? Was habt ihr da aufgebaut? Wir sind zwar nicht sicher, haben aber die Theorie, dass dieses Reliktgerät Fels und Sand in nährstoffreiche Erde umwandeln kann. Wäre sehr praktisch. Diese Relikttechnologie, die hat es schon was drauf. Es gibt Neuigkeiten, ne? Von Eladen. Gute Neuigkeiten? Naja, sie haben ein weiteres Reliktstück gefunden. Aber nichts Angaranisches. Bezahl sie für ihre Mühen. Es ist ja nicht ihre Schuld. Archäologen haben auf Hawal kürzlich etwas entdeckt, das sie für Teile des ältesten Bauwerks halten, das auf dem Planeten bislang gefunden wurde. Diese Überreste wurden buchstäblich von mutierter Vegetation entwurzelt, die aus einer unterirdischen Höhle an die Oberfläche wächst. Obwohl die genaue kulturelle Bedeutung dieses Fundes noch ungeklärt ist, haben mehrere Forschungsteams eine dauerhafte Ausgrabungsstätte errichtet, um vor Ort nach weiteren Hinweisen zu suchen. So, reden wir erstmal hier mit Elin, wenn der schon so ankommt. Oder die? Die, ja. Na? Ich habe schon so viel über Sie gehört. Haben Sie auf Eos wirklich ein Gewölbe betreten? Nicht nur da. Ja. Unglaublich. Das hätte ich gerne gesehen. Sind Sie auch eine Artefaktjägerin wie Avela? Ehrlich gesagt habe ich als Technikerin angefangen. Die Moschei hatte ein Reliktschiff entdeckt und brauchte meine Hilfe, um dessen Verschlüsselung zu knacken. So kam ich schließlich in den Speicher und bin seitdem für die Datenverschlüsselung zuständig. Ich nehme an, Sie arbeiten hier? Ja, Nellen und ich sind Avelas Assistenten. Es war nicht ganz leicht, sich daran zu gewöhnen. Wieso? Avela ist deutlich jünger als der vorherige Kurator. Sie hat viel mehr Energie.
Ich muss sie hin und wieder daran erinnern, auch mal Pause zu machen. Sie liebt ihre Arbeit mehr, als gut für sie ist. Dann will ich sie mal nicht länger stören. Okay, schauen wir noch mal kurz hier hinten in der Ecke. Ach, Peavy ist das System. Bist du besoffen? Peavy? Machen Sie sich mit unseren neuen Nachbarn vertraut? So in etwa. All dieser Kram. Die Angara haben so eine reichhaltige Kultur und bla bla bla. Sie sind betrunken, oder? Welches Gift war es? Also, ich war in diesem Café, das die Angara als Bar ausgeben, und hab ihr stärkstes Zeug bestellt. Es war komisch, was ich mag, hatte aber fast kein Wumms. Diese Schwächlinge. Wow. Sachte. Das Zeug wird offenbar nur langsam resorbiert. Ups. Oh, Ryder, es ist nur, dieses Museum erinnert mich an meine Studienzeit auf Haitiana. Es gibt hier einen ganzen Bereich über die Relikte. Ich bin doch nicht nach Andromeda gekommen, um in anderer Leute Fußstapfen zu treten. Keine Sorge, Peavy. Die Angara wissen längst nicht alles. Klar, sie leben zwischen den Ruinen, aber vieles von dem, was wir schon jetzt gesehen haben, ist ihnen unbekannt. Sie haben vielleicht recht. Ich wette, niemand ist je einem uralten Gewölbereinigungsfeld entkommen, Nein. Oder hat diesem Archon in die eklige Suppe gespuckt und es überlebt. Das war übrigens gute Arbeit. Danke. Ach, Sie haben recht. Ich weiß nicht warum, aber seit ich meine Wohnung auf der Nexus aufgegeben habe, bin ich irgendwie dünnhäutig. Aber egal was es ist, eins verspreche ich Ihnen, ich werde es rapzap überwunden haben. Das hoffe ich. Sie sind schon nüchtern ziemlich schwierig. Stimmt, und zwar mit Absicht. Das hält die Leute davon ab, mich kontrollieren zu wollen. Ich glaube, ich bleibe noch eine Weile Teil ihres Teams. Wenn es sein muss. Ach, ich habe ja bisher keinen Hehl draus gemacht, dass ich Peavy nicht sonderlich mag. Aber ich muss sagen, an die Episoden mit den Reinigungsfeldern will ich nicht unbedingt erinnert werden, weil so geil sind die nicht. Obwohl wir nicht viel über die Relikte oder ihre Schöpfer wissen, sind wir sicher, dass die Relikte schon lange vor unserem Volk in Helios existierten. Sie dienen anscheinend demselben Zweck wie die planetaren Gewölbe. Der Umwandlung einer Welt in ein blühendes, wunderschönes Paradies. Bis zur Ankunft von Pathfinder Rider im Revolutionsjahr 826 waren aktuelle Interaktionsversuche mit den Relikten erfolglos versaufen. Aber immerhin konnten wir hier auf Aya friedlich mit ihnen koexistieren. Interessant, dass ich hier schon erwähnt werde, Mensch, mit im Museum hier, und dass es als Revolutionsjahr bezeichnet wird. Auch interessant, das Revolutionsjahr 826. Die Zeitrechnung scheint nicht lange vor unserer Abreise aus der Milchstraße begonnen zu haben, ne? So, und wir wissen nur wenig über unsere Ahnen aus der Zeit vor der Geißel, aber die Beweise deuten auf eine große Gesellschaft mit moderner Technologie hin, die auf mehreren Welten zu Hause war. Ja, davon ist auszugehen. Zahlreiche aktuelle Funde lassen sogar den Schluss zu, dass unsere Vorfahren große Entfernungen zwischen Systemen zurückgelegt haben. Gesichert ist das zwar nicht, aber die meisten unserer Gelehrten folgen der Theorie, dass die frühen Erfolge unseres Volkes auf die Benutzung von Relikttechnologie zurückgehen. Gut, haben wir uns auch noch ein bisschen im Museum mit umgeschaut hier. Ach, hier ist ja noch mehr. Und noch der zweite Assistent. Oh, Sie sind das. Ich habe Ihre Landung mit angesehen. Ich hoffe, Sie nennen mich jetzt nicht mehr S. Oh, Sie haben das gehört. Ich entschuldige mich. Das war unhöflich von mir. Welche Aufgaben erfüllen Sie hier? Ilin und ich helfen Avela bei ihren Studien. Mein Spezialgebiet ist die Restaurierung. Dank Ihnen sehen die Artefakte also wieder wie neu aus. Nun, soweit es eben möglich ist. Aber ich kann auch keine Wunder vollbringen, selbst wenn Avela das gerne behauptet. Sie lobt Ilin und mich gegenüber jedem, dem sie begegnet. So eine Vorgesetzte hatte ich noch nie. Ich lasse sie dann mal weiterarbeiten. Der Erstkontakt mit den Cat auf unseren Heimatwelten lief nicht immer gleich ab. Während sie auf Haval durch ihr Schweigen Verwirrung stiften wollten, ermordeten sie auf Volt den Botschafter.
Sie wiegelten unsere Welten gegeneinander auf und machten sich das resultierende Chaos zunutze. Für uns alle ist es wichtig, aus diesem historischen Ereignis zu lernen und uns jedem Feind als geeinte Front zu stellen. Auch interessant. Ich dachte, die haben sofort angefangen, alle zu schlachten, aber die scheinen ja tatsächlich sehr viel perfider vorgegangen zu sein dabei. Wir überarbeiten derzeit dieses Exponat, um Ihnen unsere aktuellsten historischen Funde zu präsentieren. Danke für Ihre Geduld. Könnte sein, dass ich da gleich noch was mit zu tun habe. Schließlich haben wir ja ein Artefakt dabei. So, schauen wir uns kurz noch das hier an. Bis vor kurzem wussten wir zwar, dass es sich hierbei um ein Werkzeug der Cat handelte, kannten aber seinen Zweck nicht. Gelehrte haben nun herausgefunden, dass es für den Aufstieg benutzt wird. Auch wenn es schwerfällt, sich so etwas anzusehen, ist es dennoch wichtig, dass wir den Aufstieg studieren und verstehen, um uns und unsere Lieben zu schützen. Eine Waffe. Dieser Dolch ist fast 400 Jahre alt und stammt aus einer Zeit unmittelbar nach dem Auftauchen der Geißel. Unsere Vorfahren mussten in dieser Phase des technologischen Rückschritts wieder lernen, ohne moderne Waffen zu kämpfen oder zu jagen. Ist das ein Dolch? Also eher ein Kurzschwert, oder? Das ist ja kein Dolch. Naja. So, Avela, ich hab da was für dich. Pathfinder, waren Sie auf Havar? Ich habe diesen angaranischen Helm gefunden. Können Sie etwas damit anfangen? Das ist ein Design aus der Zeit vor dem dunklen Zeitalter. Sehen Sie die schwarzen Spuren? Das Schiff dieses Piloten wurde von der Geißel angegriffen. Bei den Sternen, er ist perfekt erhalten. Ich kann mir den Piloten richtig vorstellen. Er muss große Angst gehabt haben. Ich habe so etwas noch nie intakt gesehen. Wissen Sie, wie selten das ist? Dafür kann ich mich nicht mal im Ansatz revanchieren. Wenn es Ihnen hilft, Ihre Geschichte wieder zusammenzusetzen, reicht mir das völlig. Das tut es. Sie haben keine Ahnung, wie sehr. Wissen Sie, Pathfinder, das Ganze hat mich nachdenklich gemacht. Ohne Sie wüssten wir nicht einmal, dass der Helm existiert. Was wäre, wenn wir noch ganz andere Dinge übersehen hätten? Es könnte jede Menge Wissen über die Vergangenheit geben, das wir knapp nicht erreichen können. Und darum bitte ich erneut um Ihre Hilfe. Wir können ja einfach mal weiter in die Romance-Richtung gehen hier. Für Sie mache ich alles. Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass mir das missfällt. Ich habe Ausgrabungen auf jede Heimatwelt der Angara geleitet. Aber es gibt Orte, die ich ausgelassen habe. Orte, die nur ein Pathfinder betreten kann. Es könnte dort Artefakte geben, die seit Jahrhunderten unberührt sind, nur weil niemand sie erreichen konnte. Meine Bitte lautet wie folgt. Wenn Sie sich jemals an einem solchen Ort aufhalten, würden Sie dann bitte auch nach Artefakten Ausschau halten? Das ist alles? Das ist alles. Und vergessen Sie nicht, mir alles von Interesse zu bringen, was Sie bei Ihren Erkundungen finden. Es würde helfen, wenn ich wüsste, wo ich suchen soll. Naja, im Grunde besteht auf jedem Planeten die Möglichkeit, dort etwas von Wert zu finden. Mein Volk ist weit gereist. Ich weiß, das ist keine Antwort auf Ihre Frage, aber halten Sie einfach die Augen für mich offen, ja? Sie sind die Expertin. Können Sie nicht einfach mitkommen? Das würde ich gerne, wirklich. Aber ich werde hier gebraucht. Mein Vorgänger hat darauf vertraut, dass ich hierbleibe und seine Arbeit fortführe. Dass ich Antworten finde. Ganz egal, wie sehr ich das Abenteuer vermisse. Ich habe hier eine Verantwortung. Ein paar versteckte Artefakte? Wird gemacht. Ich weiß wirklich nicht, was ich ohne Sie tun würde. Ich bin hier, falls Sie etwas finden. Viel Glück. Oh, jetzt haben wir doch noch einiges mit ihr zu besprechen. Das ist aber schön. Sie sagten, der Helm weist Spuren der Geißel auf. Was meinen Sie damit? Ich vergesse immer, dass Ihr Volk nicht dabei war. Damals. Als die Geißel auftauchte, nahm sie sich Reliktschiffe vor, setzte ihre Technologie außer Gefecht. Und ohne die Antriebskerne? Die Schiffe sind abgestürzt. Aber das war nicht alles. Die Geißel hinterlässt eine Spur auf allem, was sie berührt. Sie hat diesen Helm berührt, also war vielleicht der Pilot das Ziel. In dem Helm könnte Relikttext stecken. Oder in dem Piloten. Bei den Stürmen. Das hatte ich noch gar nicht bedacht. Können Sie mir etwas über die Relikt-Tech verraten? Wir wissen nicht viel darüber. Unserem Kenntnisstand zufolge hat es sie schon immer gegeben. Bei den Sternen. Ich wäre zu gerne diejenige, die dieses Geheimnis lüftet. Ziemlich interessant hier.
Es ist praktisch mein Zuhause. Manchmal habe ich das Gefühl, ich sollte hier einziehen. Aber wir haben noch viel zu tun. Eines Tages werden hier überall Artefakte aus der Vergangenheit stehen. Und jedes wird eine Geschichte erzählen. Und mein Volk wird herkommen, um zu lernen und um sich zu erinnern. Sie schaffen das. Wenn ich hart genug dafür arbeite, dann schon. Ist es normal, in Ihrem Alter schon so viel Verantwortung zu haben? Ich bin nicht jünger als Sie. Und Sie sind ein Pathfinder. Ich habe den Job gewissermaßen geerbt. Genau wie ich. Ich war Schülerin des vorherigen Kurators. Meine Aufgabe bestand darin, ihm Artefakte von anderen Welten zu bringen. Als er sich zur Ruhe setzte, habe ich seine Stelle irgendwie übernommen. Vermissen Sie die Jagd auf Artefakte? Manchmal. Aber meistens bin ich zufrieden damit, dass ich mehr Zeit mit jedem Stück verbringen kann. Haben Sie sich schon immer für Geschichte interessiert? Oh ja. Als ich jung war, habe ich Muscheln ausgegraben und so getan, als wären es antike Rüstungsteile. Ich hatte schon immer viel Fantasie. Außerdem hatte ich nur 14 Geschwister, da fühlt man sich oft einsam. 14? Das ist Wahnsinn. Warum? Wie viele haben Sie denn? Nur eins. Oh, das ist ja furchtbar. Tut mir leid. Immer wieder schön. Als Bewohnerin von Aya ist es Ihre Pflicht, Neuankömmlinge herumzuführen. Aha. Ist das ein Brauch bei den Menschen? Absolut. Ein sehr wichtiger sogar. Dann wird Paran mit Sicherheit gerne eine Führung für Sie machen. Tudum. Abgewiesen. Ich komme wieder, wenn ich etwas für Sie habe. Mögen die Sterne über Ihren Reisen wachen. Naja, die wirst du schon noch rumkriegen, Ryder. Kriegst du schon hin. Gut, ich bin mal gespannt, ob wir denn die Museumsstückstände hier noch füllen werden oder wie genau das aussieht. Okay, jetzt hat man wirklich die einzelnen Planeten, auf denen man noch was finden soll. Na gut. Lang genug rumgetrödelt, wir gehen mal noch ins Widerstandsheadquarter und mal sehen, ob Korra dort vielleicht auch ist.